Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal möchte ich euch Loyalitäten von Delphine de Vigan vorstellen. Es geht in erster Linie um Theo und um die Probleme, die der 12-jährige Theo hat. Denn er ist ein Scheidungskind. Seine Eltern führen einen zermürbenden Kleinkrieg auf seinem Rücken, könnte man sagen, wird er ausgetragen. Was sich überhaupt durch dieses Buch durchzieht, ist, dass sämtliche erwachsene Figuren haben alle irgendwie so einen Schlag weg, so ein bisschen auf eine sehr ungute Art. Dieser zermürbende Kleinkrieg der Eltern hinterlässt Spuren und sein Ziel ist es, diese Spuren und diese Beschädigungen mit Alkohol zu betäuben. Und zwar Alkohol, den er in immer größeren Mengen zu sich nimmt und da seinen Freund Matisse, der eigentlich ein ganz lieber Junge ist, den auch mit reinzieht. Die einzige Person, die sich wirklich letztendlich aufrichtig und auch aufopferungsvoll um Theo kümmert oder es zumindest versucht, so eine Katastrophe, die sie ahnt, abzuwenden, das ist die Lehrerin Hélène. Man merkt wirklich, dass die Autorin hier gekürzt hat. Es ist sehr spitz, es ist sehr dicht erzählt, es ist sehr atmosphärisch. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen zu intensiv, aber ich fand es sehr brillant erzählt. Es ist vielleicht nicht ganz so gut, wie ich mir das erwartet habe, nachdem mir einige davon so vorgeschwärmt haben, aber immer noch fantastisch genug und ein ganz klarer Lesetipp.